Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part LOL, und zwar das Tutorial, das einfache Tutorial. So, klicke auf OK, um fortzufahren. Es ist halt wirklich für den absoluten Anfang von LOL. So. Wir haben jetzt hier Ash. Passiert irgendwas? Achso, ja, gut, alles klar. Ich dachte ganz so, hey, was soll ich machen? Ja, jetzt sieht man halt einfach mal so, was da so abgeht. Das ist die ARA-Map, ne? Ach, die redet! Okay, sorry, dass ich es am Anfang nicht mitgekriegt habe. Ich war dumm und es ist jetzt ganz schön dumm. Sorry, dass ihr den Anfang nicht mitgekriegt habt. Ich habe vergessen, dass man vielleicht einen Donut machen sollte. Auf jeden Fall, ja, hören wir jetzt mal zu. Wege Ash zum Wegpunkt in der Nähe der Beschwörerplattform. Verwechselt Gnade nicht mit Schwäche. Der zweite Wegpunkt liegt in einem Bereich, der vom Kriegsnebel eingehüllt ist. Der Kriegsnebel steht für Bereiche der Karte, die weder von euch noch von euren Verbündeten eingesehen werden. Lakaien beschworen. Unter normalen Kampfbedingungen kämpfen Lakaien auf den Richtfeldern, bis sie getötet werden. Greift die Übungslakaien an, indem ihr einmal mit der rechten Maustaste auf sie klickt. Genau zwischen die Augen. Wenn euer Champion eine feindliche Einheit oder Struktur zerstört, erhaltet ihr Erfahrungspunkte. Das wird auf eurer Erfahrungsleiste angezeigt. In den weiteren Stufen kann euer Champion seine Fähigkeiten verbessern. Gebt euren ersten Fähigkeitspunkt. Alle Champions müssen dieselben Tasten. Platziere deine Hand so, um deine Fähigkeiten leicht nutzen zu können. Ich habe eine weitere Gruppe von Übungslakaien beschworen. Greift diesmal und stellt die Lebensenergie eures Champions wieder her, indem ihr auf das Heilen Oh, das ist voll unnötig. Ihr könnt euren Champion auch heilen, indem ihr ihn zu seiner Beschwörerplattform zurückbringt. Ich werde uns das nicht... Das ist jederzeit schnell möglich, indem ihr Rückruf zaubert. Das funktioniert aber nicht. Wenn ein Champion aus seiner Beschwörung steht, werden seine Lebensenergie und sein Mana schnell wiederhergestellt. Dann könnt ihr etwas Gold erhalten. Neben Erfahrung erhaltet ihr auch jedes Mal Gold, wenn euer Champion einen Lakaien tötet. Ihr erhaltet auch im Verlauf der Zeit regelmäßig ein wenig Gold. Gegenstände für euren Champion. Im Warenladen stehen viele Gegenstände zum Verkauf, aus denen ihr habt den Dornenpanzer gekauft. Er bietet hervorragenden Schutz gegen Feinde mit hoher Angriffsgeschwindigkeit. Ein verbündeter Beschwörer hat seinen Champion ausgesandt, um die feindliche Verteidigung zu durchbrechen. Oh nein! Da dieser Champion den Geschützturm ohne weitere Unterstützung angreift, ist er seinen verheerenden Treffern voll ausgesetzt. Seid in der Nähe von feindlichen Geschütztürmen vorsichtig. Geschütztürme helfen verbündeten Champions, die angegriffen werden. Nun wird es Zeit für euch, zu den Waffen zu greifen. Geht auf die Strecke und trefft direkt auf den Feind. Ganz schön unausgeglichen laut, dieses Tutorial. Bleibt hinter euren Lakaien. Besser sie stecken den größten Schaden eines Angriffs ein als ihr. Das ist gemein.
das Blatt zu euren Gunsten gewendet. Geht schnell weiter, damit der Kampf beim Feind stattfindet. Vergesst nicht, eure Lakaien zu eurem Vorteil einzusetzen. Für den Sieg ist Unterstützung der anderen unverzichtbar. Folgt der Strecke weiter und zerstört die Vorsicht! Das ist ein feindlicher Champion. Ein Champion ist eine wesentlich größere Bedrohung als ein Lakai. Dieser holt als nächstes den feindlichen Inhibitor. Fliegt los! Warum sollte ich denn jetzt schon einen 200er Schaden machen? Ja gut. Wurde, beschwört euer Nexus auf dieser Strecke Superlakaien. Holt euch nun den Sieg, indem ihr den feindlichen Nexus zerstört. Okay, holt uns jetzt den Sieg, indem wir den feindlichen Nexus zerstören. Alles klar. Vorher will ich nochmal den Gegner ausschalten. Sind schon Level 4, aber dürfen immer noch die W-Skillen. Das ist schon traurig. War doch ganz nett. Ihr seid fast da. Bis auf die Lautstärke. Gebt dem Nexus den Rest. Problematik. Problematik. Ja, nice. GG. Gewonnen. Yay. Und herzlich willkommen zu einem neuen Part. Lol. Okay. Nämlich das Kampftraining in der Kluft der Beschwörer. Es ist auch ein Tutorial. Übrigens ist es kein neuer Part und ich bin dumm, aber es macht nichts. Ich werde es, denke ich, im Nachhinein... Also ihr habt jetzt gerade das einfache Tutorial am Anfang gesehen, jetzt seht ihr das Tutorial. Es ist kein neuer Part. Alles gut. Ich bin ein bisschen... Ja, alles gut. Erweitertes Training, Kluft der Beschwörer. Klick auf Weiter, um zu beginnen. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Um in der Kluft der Beschwörer zu gewinnen, musst du den Nexus der gegnerischen Basis zerstören. Auf diesem Richtfeld gibt es drei Lanes mit eigenen Türmen, Inhibitoren und Wellen von Basalen. Basalen. Dein Training wird eine Reihe von Quests und Tipps umfassen, die dich zum Sieg führen werden. Ein Quest wurde in deine Questliste aufgenommen. Primärquests sind Aufgaben, die dein Team erfüllen muss, um die Schlacht zu gewinnen. Sekundärquests sind optional. Allerdings können diese deine Siegchancen erhöhen und du erhältst durch sie zusätzliches Gold. Zeige mit der Maus auf Einträge in der Questliste, um gut gemacht. Du hast einen Tipp erhalten. Klicke auf das gut gemacht. Achte auf die Tipps, die während der Schlacht erscheinen. Gute Arbeit. Tipps zeigen die wertvolle Informationen zu vielen Aspekten von LoL. Also achte darauf, auf die Symbole zu klicken, wenn sie über Minikarte erscheinen. Normalerweise erscheinen die ersten Vasallen nach 90 Sekunden. In diesem Training werden sie allerdings erst erscheinen, wenn dein Champion die Basis verlassen hat. Du bist bereit, dein Training zu beginnen, Beschwörer. Kaufe einen Gegenstand beim Händler und verlasse die Basis, um die Schlacht zu eröffnen. Ich würde ja gerne... Hallo? Oh, jetzt. Alles gut. So. Ich bin lieber oben auf. Am Anfang hatte man übrigens noch so ein... Die Vasallen sind Tutorial, erschienen. Wie man einen Champ auswählt und so Meisterschaft. Schlage dich bis zu einem gegnerischen Turm durch und zerstöre ihn. Kenne das Schlachtfeld. In der Kluft der Beschwörer gibt es eine obere, mittlere und untere Lane. Beschwörer verweisen auf diese oft einfach als Top, Mid und Bot. Wir sind ein Volk. Jawohl. Zerstöre einen gegnerischen Turm.
Wir sind auf dem richtigen Komm, jetzt der zwei. Weg. Warum kommen denn jetzt? Nutze Gebüsch und hohes Gras zu deinem Vorteil. Du hast hohes Gras betreten. Solange du dich hier befindest, bist du für außerhalb stehenden Gegner unsichtbar. Achte allerdings darauf, dass sich auch deine Gegner für einen Hinterhalt verstecken können. Du hast hohes Gras betreten. Ein Pokémon attackiert dich. Erschlage gegnerische Vasallen. Okay, hier sieht man wie im Intro. Dieses Rechtsklick. Das ist echt laut. Verdiene zusätzliches Gold, indem du Todesstöße gegen Vasallen erzielst. Ein Champion erhält zusätzliches Gold, wenn er einen Todesstoß gegen einen Gegner ausführt. Plane deine Angriffe zur rechten Zeit, um den Reichtum zu vermehren. Wir sind jetzt zu dritt hier unten, deswegen ist es ein bisschen easy. Sei in der Nähe von Türmen vorsichtig. Greifst du einen Champion in der Nähe eines gegnerischen Turms an, bringst du diesen dazu, dich zu erfassen. Du solltest dies vermeiden, solange du den erlittenen Schaden nicht gewachsen bist. Echtes Blut. Oh, der Tower interessiert sich gar nicht mehr. Hingerichtet. Ach, gut. So, dann machen wir jetzt mal den Tower. Wurde getötet. Pass auf! Gefahr! Vorsicht, bei diesem gegnerischen Turm sind nur noch sehr wenig verbündete Vasallen übrig. Der Turm wird dich angreifen, wenn keine Vasallen mehr verbleiben. Also solltest du rechtzeitig zurückziehen und auf weitere Vasallen warten. Alles klar. Sehr gut, wenn einer mal von meiner Lane mal auf die Top-Lane gehen würde, um dem Yi zu helfen. Aber ist nicht interessiert. So. Erfahrung. Bleibe nahe am Kämpfen, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Selbst wenn dein Champion nicht den Todesstoß erzielt, erhältst du Erfahrungspunkte, wenn du dich zu diesem Zeitpunkt zumindest in der Nähe aufhältst. Ich weiß gar nicht, die neue Ash kenne ich noch gar nicht, die mit diesem komischen Geballer. Jeder Champion besitzt eine passive Fähigkeit, die immer aktiv ist. Bewege die Maus über das Symbol, um die zugehörige Beschreibung zu lesen. Das ist hier. Aber ich mache jetzt kein Tutorial zu Ash, deswegen wurscht. Aktiviert cool, da hat man so ein Schnellschießen. Aber das muss man sich erstmal verdienen. Mana und Fokus. Wenn ich angreife, alles klar. Hier ist nicht so schlau. Pass auf! Ja, das haben wir schon gehört. Das müssen wir nicht nochmal lesen. Alles gut. Nein, das ist nicht so gut funktioniert. Nein! Du hast sehr viel Gold. Sehr viel Gold verdient. Denk daran, die neue Gegenstände beim Händler zu kaufen, wenn du wieder in der Nähe der Beschwörerplattform bist. Vergiss nicht, dass du auch den Rückrufzauber nutzen kannst, um deinen Weg abzukürzen. Duschen? Ja, wir gehen gleich weg, wenn wir den Tower kaputt gemacht haben. So, und noch einmal. Euer Team und einmal einen Turm zerstört. Jetzt haben wir die primäre Quest. Stoße weiter bis zum gegnerischen Inhibitor vor. Okay, jetzt haben wir zum Inhibitor. Pushing lese ich gleich. Sekunde. So. Erfolg! Wird ein gegnerischer Turm zerstört, erhalten alle verbündeten Champions zusätzlich Gold und Erfahrungspunkte. Zudem können so deine Vasallen tiefer in feindliches Gebiet vordringen, was dein Team ein größeres Gebiet kontrollieren lässt. Ein Verbündeter wurde getötet. Ja, Shen, wie wär's, wenn du mal hilfst? Ah. So, wir kaufen jetzt erstmal diese schönen Sachen hier. So. Ich hätte gerne noch die Stiefelchen. Hingerichtet.
Wir helfen mal, Top. So. Betrete den Dschungel und besiege die Wölfe. Okay. Rechtsklicke die Minikarte, um an den gewählten Ort zu laufen. Du kannst deinen Champion leichter an entfernte Orte schicken, indem du einfach mit der rechten Maustaste auf die Karte klickst. Gut. Wir sollen die Düsterwölfe besiegen, dann machen wir das mal. Warum habe ich eigentlich 33 HP? Man weiß es nicht. Habe ich die falschen? So, wir haben die Wölfe besiegt. Wir die greifen wieder gleich. Ich bin doch kein Gangler. Gleich erstmal wieder getötet. Im Armin Yi. Ein Gegner wurde getötet. Berserker. So. Meine Hand ist rot. Bleib hinter den verbündeten Vasallen. Vorsicht, du nährst dich im Alleingang einen gegnerischen Turm. Du sollst auf einige verbündete Vasallen warten, damit diese den Turm ablenken können, wenn ihr euch ihm nähert. Pass auf! Ja. Das weiß ich. Das ist ja der Yi, der hier doof ist. So. Ich weiß, ich müsste eigentlich nur in einer Lane zerstören, aber ich möchte natürlich gemeinsam mit meinem Team hier gewinnen, ne? Euer Team hat einen Turm zerstört. So. Wir besiegen gleich die Kampfe, die geht gleich los. Schalte die ultimative Fähigkeit deines Champions frei. Sobald Ash die sechste Stufe erreicht, kannst du ihre ultimative Fähigkeit freischalten. Bezauberte Kristallpfeil. Der Pfeil kann an jeden Ort der Karte geschossen werden und er wird den ersten getroffenen Champion betäuben und einen Schaden verursachen. Ist natürlich bei jedem Champ anders, ne? Ist ja klar. Da haben wir jetzt schon mal die Ulti gesehen, ne? So, schau dir einfach mal aus Lux und Dollerei. Bleib hinter den verbündeten Vasallen. Weiß ich doch. Das ist mir halt gerade wurscht, ne? Weil ich möchte hier gerne ein bisschen pushen. So, Pushing. Zerstöre die vordersten Türme. Auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist, so ist es doch häufig eine gute Idee, zunächst den ersten Turm in jeder Lane auszuschalten, bevor du dich an einen der dahinter befindlichen Türme wagst. Du verbesserst so nicht nur die Möglichkeit deines Teams, das Richtfeld zu kontrollieren, sondern du bekommst nebenbei noch eine ordentliche Menge an Erfahrungspunkten und Gold. Alles klar, gut zu wissen. So. Zorak allein in der Mitte, auch gut. Pass auf! Ja, das weiß ich schon. Das musst du mir nicht jedes Mal sagen. Also dreimal reicht eigentlich. Achte auf Hinterhalte. Pass auf, dein Champion befindet sich weit im gegnerischen Gebiet und einige der gegnerischen Champions sind nicht auf der Minikarte sichtbar. Spieler weisen auch solche in der Regel durch Mia oder Miss hin. Nein, eigentlich mit SS. Ist auf eine mögliche Hinterhalt vorbereitet. Ja, bin ich. Wir sind auf Hinterhalte vorbereitet. So, du hast sehr viel Gold. Sehr viel Gold, ja. Ist schön. Ich gehe jetzt aber erstmal in die Mitte. Beziehungsweise zu den Greifvögelchen. Ein Gegner wurde getötet. So. Kurz einmal Zorak allein helfen. Was ist eigentlich dein Problem, Nasus? So. Los geht's, Zorak. Weg mit dem Tower. Helf auch mal so ein bisschen dem Bots, ne? Weil das kann ja nicht schaden. Euer Team hat einen Turm zerstört. Okay, gut. Dann machen wir jetzt mal die Greifvögel und kaufen uns dann mal wieder was ein. Und dann sollten wir mal wieder Bot helfen. Und dann beenden wir mal unten die Quest dann, ne? So, erstmal die kleinen Vögelchen. Und dann noch die den großen. Schwupp. Sehr schön. Eine neue Quest. Nein, wie es aussieht, noch nicht.
So, wir sind auf dem los geht's. Weg. Wir sind natürlich noch sehr langsam. Ash ist generell langsam, finde ich. Aber wir haben ja Zeit. Alles ganz entspannt. Der Part ist vermutlich ein bisschen länger, aber macht nichts. Alles gut. Wir nähern uns dem Ziel. Jetzt helfen wir erstmal hier der Sivir. Wer hat denn hier sich schon wieder so zurückpushen können? Lassen können. Können dir mal je helfen oben. Oder Sivir von mir aus, ist mir egal. Einer von euch beiden sollte mal dem Yi da oben helfen. Der Tower fällt nämlich jetzt gleich. So, Anyline. Legendär. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Sivir, rennst du bitte nicht vor. Also die Bots sind echt nicht so schlau, ne? So. Gut, der Tower ist auch weg. Euer Team hat einen Turm zerstört. Macht schon echt viel Schaden, kann es sein. So. 300 Gold noch. Na, das kriegen wir doch. Gut, jetzt machen wir hier den Team. Oder auch nicht, der wird entkommen. Er ist ja gut. Okay, jetzt ist der Ende. Und die machen wir auch nicht. So. Pass auf! Ja, das wissen wir doch schon, aber das ist jetzt gerade egal. Du hast viel Gold. Da war wieder mein Handy. Sorry. Zerstöre den ungeschützten Inhibitor. Okay, jetzt sollen wir den Inhibitor zerstören. Das machen wir. Euer Team so. Hat einen Inhibitor zerstört. Zerstöre die Türme. Gleich, geht gleich los. Oh wow, das war ja wirklich extrem schlecht. Benutze den Rückrufzauber, um zu beschwören. Pass auf! Ja, ich weiß doch. Ist doch gut. So, ich möchte erstmal das hier lesen. Dir werden nun Supervasallen beistehen. Vernichtung eines gegnerischen Inhibitors sorgt dafür, dass dein Team auf dieser Lane Supervasallen erhält. Supervasallen sind viel stärker als normale Vasallen und sind besonders gut dazu geeignet, den Gegner zurückzudrängen. So. Okay. Dein Champion ist ernsthaft verletzt. Wenig Leben. Die Lebenspunkte des Champions sind gefährlich niedrig. Du sollst ihn in Sicherheit bringen und dann mit dem Rückrufzauber zur Beschwörerplattform zurückkehren, um ihn zu heilen. Ja, sollten wir. Machen wir auch gleich. Erstmal machen wir hier noch die Minis. Oh! Das war zu schnell. Ich wollte eigentlich F-Mann. Sorry, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Aber muss auch mal gezeigt werden, ne? Zeit zum Wiedererscheinen. Ein Champion wurde erschlagen, aber lass dich nicht entmutigen. Denn der Tod ist ein Teil von LoL. Ja, das stimmt. Nach kurzer Zeit wird er auf dem Richtfeld neu erscheinen. Die Wartezeit wächst mit jeder Stufe deines Champions weiter. Jawohl. Jetzt können wir jetzt mal schön einkaufen. Und helfen jetzt mal wieder Soraka in der Mitte. Ein Verbündeter wurde getötet. Dann haben wir nämlich alle Türme zerstört. Nice. Was für so ein Blue machen ja von mir aus. Soraka, Attacke! Attacke! Los, komm! Einmal noch! Oh. Minions, ihr macht das! Komm, ein Hit noch! Ach, Minions. Ich werde uns nicht in die Irre führen. Gut, machen wir schnell Blue. Der blaue Wächter ist ein starker Widersacher. Schlage zuerst seine Vasallen und vergiss nicht, die Fähigkeiten eines Champions einzusetzen. Dann schlagen wir das Vasallen, so, bitteschön. Wie du das möchtest. Oh. Vorbildlich. Ich habe zwei Sachen. Der Sieg über den blauen Wächter gewährt deinem Champion eine temporäre Verbesserung. Solange dieser aktiv ist, regeneriert dein Champion sein Mana schneller und er kann seine Fähigkeit noch öfter einsetzen. Und achte auf deinen Status. Diese Symbole zeigen hilfreiche oder negative Effekte, auch als Verbesserungen und Beeinträchtigungen bezeichnet, die deinen Champion beeinflussen. Zeige mit der Maus auf ein Symbol, um weitere Details anzuzeigen. Wir müssen schnell weiter. Ja, alles klar. So.
Ein Gegner wurde getötet. Doppeltötung. Das sind krass, die Kollegen hier. Ihr habt einen Gegner getötet. Doppeltötung. Ganz ruhig, alles gut. Zerreißen ganz schön gerade. Wir sollen immer noch die Türme zerstören. Euer Team hat einen Turm zerstört. So. Wir kommen, kein Problem, ich bin nie mit. Vorwärts. Der will wahrscheinlich gleich wieder den Tower tanken. Oh wow. Bleib hinter den verbündeten Vasallen. Dein Champion ist ernsthaft verletzt. Ah, danke, Soraka. Lieb von dir. Dann können wir über den Tower. Du hast sehr viel Gold. Ja, ich habe auch viel Gold. Das ist ganz wunderbar. Das weiß ich doch. Euer Team hat einen Turm zerstört. Also diese, dass man ständig die gleichen Nachrichten bekommt, ich weiß nicht, was so gut ist. Du hast sehr viel Gold. Das ist schon ein bisschen unnötig, aber wahrscheinlich soll man damit einfach immer wieder backen. Ans Backen erinnert werden, ans Kaufen erinnert werden und so weiter. Euer Team hat einen Turm zerstört. Irgendwie seinen Sinn. So, wir haben jetzt erstmal den Inhibitor kaputt gemacht. Euer Team hat einen Inhibitor zerstört. Jetzt haben wir nämlich alle Tower zerstört. Euer Team hat einen Turm zerstört. Oh, die wartet auch noch. Nice. Machen wir jetzt mal die Inhibitor. So. Euer Team hat einen Inhibitor zerstört. Okay, mal da oben. Noch den Fokus auf den anderen. Jetzt haben wir zwei weg, alle Türme. Alle Türme zerstört. Sehr schön. Der Sieg ist nah. Zerstöre den gegnerischen Nexus. Halt, stopp. Du hast eine Unterstützung erzielt. Du hast eine Unterstützung erzielt, wenn du deinen Verbündeten gegen einen gegnerischen Champion geholfen hast. Dein Champion erhält für Unterstützungen zusätzliches Gold. Alles klar. Gut, dann war es auch schon wieder. Nicht schlecht. Hopp. Das war's. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.